Tja, dann wird es mal wieder Zeit für ein Leck mich am Arsch-Video. Ich hatte letztens auf der Gipfel der Dreistigkeit, nennt man das so, oder der Gipfel der, wie war das denn noch? Gipfel der Ohrenverfrorenheit, ist mir egal. So, mal zurück zum Thema. Der Gipfel, der leckt mich am Arsch halt. Ja? Wir hatten letztes Mal das Thema, der Gipfel der drei, ich weiß es nicht mehr, ich habe es mir nicht gemerkt. Da sollte ich Geld dafür bezahlen, um mich zu verifizieren. So, jetzt pass mal auf, mein Freund. Du siehst dieses Gesicht, du siehst diesen Körper, ja? Und, da geht es um Singlebörsen allgemein. Ich soll Geld dafür bezahlen, Menschen kennenzulernen. Ich soll Geld dafür bezahlen, um Menschen kennenlernen zu dürfen, von denen 99% nicht mal echt sind. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, du wirst von Fakes zugetextet. Du wirst von Fakes geliked. Du wirst von Fakes gematcht. Du wirst von Fakes auf Plattformen, die zum Beispiel jetzt auch nichts kosten oder was kosten, Parship etc. Ich habe alles ausgetestet. Du wirst von Fakes zugelabert mit such diese und diese Internetseite. Gerade die Plattformen, die Geld kosten, die sind noch mehr mit Fakes vollgebombt als die gratis Zustände, gratis Anbieter. Such dir was aus. Ja? Denn ich habe mir ernsthaft mal gedacht, ja, jetzt such dir doch mal ein paar Freunde oder such dir mal eine Freundin oder sonstiges. Ja? Ich will allerdings nicht in einen Kinderficker-Chat wie Knuddels oder Spin-Chat und wie die ganzen Kinderficker-Plattformen eigentlich heißen oder Chat-Roulette, wo irgendwelche Typen ihren Pimmel in die Kamera halten und ich Zufallsbekanntschaften mache. Nein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht der Gipfel, aber das ist der Weg zum Gipfel der Unverschämtheit und der Unverfrorenheit. Ich weiß ja nicht, was daran falsch ist, dass unter anderem auch Hoffnung, von mir aus auch unter anderem hoffnungslose Fälle dabei sind, die versuchen, eine Frau zu finden. Weiß Gott, ich bin bestimmt auch ein hoffnungsloser Fall, was eine Frau oder sowas angeht. Oder beziehungsfähig oder sonstiges. Aber das ist nicht mehr in Ordnung. Weil den Gipfel haben wir schon. Ich habe mich ja gar nicht aufgeregt. Nee. Aber wenn dann so eine Leute wie, boah, meine Güte, wen haben wir noch nicht? Adlerson zum Beispiel, der auf Instagram postet, wie er pisst und leckt seine eigene Pisse. Gut, dann mag er aussehen, wie er aussieht. Aber allein mit so einem Verhalten und durchgehendem sowas von asozialem Verhalten eine Frau kriegt, was weiß ich, was das letztendlich von der Stripperin ist, das tut ja alles nächste Sache, aber ich alleine sitzen bleibe, das sehe ich dann wiederum nicht an. Das sind so Punkte, wo ich dann denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das muss mal gesagt werden, das war jetzt eigentlich auch schon alles, weil ich keinen Bock habe, jetzt wieder ein 20.000 Minuten Video aufzuzeichnen, damit ich das auch original hochlade. Ich schneide jetzt hier wieder nichts und die ganze Nummer. Ich kann nerv. Aber das ist so ein Punkt, der mich halt ärgert. Weil so Leute wie ich, die dann halt nicht wie hier Adonis mit 5 Kilogramm Met im Arm oder was weiß ich, mit der Optimalfigur, wenn sie jetzt keine Muskeln haben, entweder du siehst gut aus oder hast Kohle, nichts funktioniert. Tja, in diesem Sinne bin ich raus, bevor ich die 5 Minuten voll habe. Und ja, den treuen Lesern, Zuschauern, vielen Dank fürs Zusehen. Ansonsten leckt mich an meinen fetten, tief hängenden Eiern.